verstoßen und als Sündenbock abgestempelt, nur weil wir dem Ruf des Heiligen Schwertes gefolgt sind, es aus einem Felsen gezogen und gleichsam damit Unheil über unser Dorf gebracht haben. Nun stehen wir hier mit dem Schwert in unserer Hand und müssen tatsächlich unsere Heimat hier verlassen. Und in diesem Sinne begrüße ich einen jeden von euch da draußen zurück hier zu Folge 2 von Seiken Densetsu 2, dem zweiten Teil der Seiken Densetsu Collection auf der Nintendo Switch. Und dieses Spiel kennt ihr natürlich alle unter dem Namen Secret of Mana. Unter diesem Namen ist es in jedermanns Herzen eingegangen. Und wir wollen nun jedermanns Herz aus dem Körper nehmen und auspressen sozusagen. Wir wollen es genießen, dieses Gefühl, was uns dieses Spiel früher schon eingeflößt hat, das wollen wir nun nachempfinden. Deshalb spielen wir weiter. So, das war ein langes Intro. Ist mir aber auch egal. So, jetzt sprechen wir mit dem guten Herrn, der sagt, so, bist du vorbereitet? Ja oder nein? Wir sagen mal ja. So. Das ist ein Befehl des Dorfverstands gewesen, ja? Dass du nie wieder in dieses Dorf zurückkehren kannst. Also geh! Aber ich kann doch nicht gehen. Das ist ein Befehl, das auch er sagt es gleich. Okay, ich weiß Bescheid. So, und da haben wir den nächsten Lobby vor uns. Und ich lade auf. Oh! Jawohl! In einer Explosion ist es aufgegangen, das Teil. Und wir gucken, was ist denn das? Ah, hier ist doch der Kanonenhändler. Ah, das Kanonenlädelchen. Steht da noch was drauf? Da ist er. Da, ja, wir wissen, wir sehen ihn doch schon. Willkommen, willkommen. Wer ich bin? Ich bin der Kanonenhändler Budos. Und zwar habe ich ein großes Network auf dieser ganzen Welt etabliert. Und wir agieren hier halt in unserem Etablissement. Du gehst also zum Wasserheiligtum? Ah, ja, der Gemma. Herr Gemma, der Ritter, ist schon vorgegangen. Mit der Kanone ist es nur ein Katzensprung bis dorthin. Und ja, der Gemma-Ritter, also der Herr Gemma, hat auch natürlich deinen Teil hier schon bezahlt. Also möchtest du damit reisen? Jetzt kann ich da mit reisen sagen, ja, mache ich oder ablehnen. Ich lehne mal ab, denn ich will den Weg zu Fuß gehen. Ah, ach wirklich? Du willst also zu Fuß zum Wasserheiligtum gehen? Da musst du einfach immer schnurstracks weiter nach Westen gehen. Dann kommst du auch an. Okay, das machen wir. Ah, oh, ja, komm. Also, wir wissen ganz genau. Jetzt, komm, Rixo, komm her. Wo es uns hinführt. Und Blut wird unseren Weg pflastern. Denn wir werden hier zahlreiche Monstrositäten noch entsorgen. So, zack. Ein schönen Drop. Ein leckeres Bonbon. Dann gucken wir noch aufs Schild. Zum Wasserheiligtum geht es nach Norden. Nach rechts geht es in unsere Heimat. Die heißt ja Pottus. Und zum Pandora-Königreich geht es dann im Süden weiter. Ah, Igitt-Pilze, die sind widerlich. Was sie für Sporen von sich geben. Bah! Teufelswerk! Weg mit dir! In die Hölle! So. Einen saftigen Apfelbaum. Können wir da nicht mal ein paar runterschnappen? Das war ja noch, habe ich mich früher als Kind immer gefragt, ob wir da nicht irgendwie Äpfel abpflücken können. Sieht doch so schön aus. Aha! Was war... Hallo? Was versteckt sich denn da für ein furchtbares Wesen? Eine fleischfressende Pflanze hat uns hier ein Stück aus der Hüfte gezwickt. Und ich kill dich. Werde ich sowas von vernichten? Jawohl. Dich erst. So, mal kurz gucken. Ja. Öffne mal die Kiste. So, 16 Nuke. So, wo geht's denn hier weiter? Nach links geht es hier zum Laden von Nikita. Nikita, was ist das für ein Artgenosse? Den kennen wir auch unter einem ganz anderen Namen in der westlichen Fassung. Jedenfalls hat er hier ein schönes Anwesen, der gute Nikita. Mit Teich und allem und schönen Blumenbeeten. Und auch hier ein wundervoller Obstbaum. Traumhaft schön.
Und wer ist es natürlich? Kein gewisser als der Wucherkater. Und der wird seinem Namen natürlich gerecht, das werden wir gleich sehen. Und er sagt, willkommen hier im Laden von Nikita Nago. Und der hat halt hier so eine Rede, besondere Redeart. Er sagt immer, ja, am Ende. Also, was möchtest du haben? Ja. Also, wie ein Katzen und dem Miau Miau. Wollen wir es kaufen oder nicht? Ua Ua, Bocci Bocci, komm, ich guck mal, was das Mann gebaut hat. Ja, wollen wir. Wirklich? Also, was machen wir denn, ne? Willst du bleiben oder was kaufen? Ich will was kaufen. Also dann, ich habe hier einige Dinge, die ich gefunden habe. Ja, hihihi. Wollen wir es kaufen oder verkaufen? Kaufen. So, und der verkauft dir tatsächlich Drops für 20 Luke. So ein ekliger, dreckiger, gieriger, kackiger Katzenmensch, ey. So, was haben wir denn hier? Ein Wristband, 90. Einen Nubby-Hut, einen Pogo-Puschel-Hut für 90. Was haben wir noch hier? Guck mal. Oh, eine Pretty Ribbon, eine schöne Schleife. Banane haben wir schon. Komm, kaufen wir uns hier mal ein Wristband, oder? Das will ich haben. So, Schokolade ist, glaube ich, viel zu teuer mit 60. Dann holen wir uns lieber noch den Dubby-Hut. So, sind dann arm wie die Kirchenmäuse. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich von der Kater hier gefressen werden. Moment. Halt, ich will nichts mehr von dir. So, Ringmenü öffnen. Und dann gehen wir mal aufs Equipment und wechseln dann mal. Gar nicht dahin, den können wir nicht tragen. Dann halt es mal Namen. Okay, das ist für einen anderen Charakter. Da denkt sich unser Freund Randy wahrscheinlich, das sieht so albern aus, zieh ich nicht an. Aber wir haben hier noch das Listband und das steigert unseren Wert auf 1 in der Verteidigung. Also es lohnt sich schon. Sonst haben wir nichts. Sonst brauchen wir auch nichts. Außer unsere Fähigkeit hier wegzugehen, denn diesen Ort will ich jetzt hinter mir lassen. Nachdem er mir mein ganzes Geld geraubt hat. So. Also nehmen wir direkt den Weg wieder auf zum Wasserheiligtum. Oh! Und werden da jetzt noch einmal kurz hier diese Viecher zerstören. Randy steigt auf Level 3. Ich kann mich noch zu gut dran erinnern, wie ich früher immer hin und her gelaufen bin. Von Screen zu Screen und wieder zurück von Screen zu Screen. Um hier selbst diese billig kleinen Minimonster zu töten und Level zu steigen. Das habe ich stundenlang gemacht. Bis ich schon am Anfang Level sonst was war, ja? Das will ich euch nicht antun. Ganz sicher nicht. Denn ihr wollt ja sehen, was passiert. Auch wenn ihr schon wisst, was passiert. Ich kenne euch. Ich kenne euch doch. So, Wasserheiligtum im Norden. Und wen haben wir denn da? Soldaten, ganz klar. Und ich spreche jetzt mal kurz mit ihnen und frage sie, was sie denn zu sagen haben. So, und er sagt jetzt, vor uns liegt ein Warpfeld, das uns direkt zum Monsterwald führt. Es ist eine Abkürzung dorthin. Aber wenn man keine Peitsche hat, können wir dort nicht hin, denn da ist eine Schlucht, die man überqueren muss. Aha. Du musst wissen, die Person, die dort vorne steht, das ist unser General. Und er heißt Didak. General Didak. Und ich weiß, er sieht zwar noch ganz jung aus und er ist auch jung, aber der hat ganz schön was auf dem Kasten. Der weiß, wie man arbeitet, ne? In der deutschen Version heißt der, glaube ich, noch Hagen, soweit ich mich zurück entsinnen kann. Und, was sagt er noch weiter? Unsere Aufgabe nun, willst du wissen? Wir werden für diese Aufgabe wahrscheinlich unser Leben geben müssen. Auch wenn wir da jetzt nicht mehr lebendig zurückkehren müssen, müssen wir was wirklich Furchtbares tun. Was denn? Jetzt sagst du schon. Was ist deine Aufgabe? So, General Didak, unsere Vorbereitungen sind getroffen worden. Jawohl, also lass die Deckung nicht fallen. Es geht los, aufbrechen. Ich wollte noch mit Didak reden. Und nun? Wir haben es gehört, das Warp-Geräusch. Sie sind also auf zum Monsterwald gereist. Hier ist der Warp und dann kann man da dann eine Abkürzung nehmen. Aber wir wollen dort noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier weiter voranschreiten. Denn hier ist das Gelände des Heiligen Wasserreichs hier, des Wasserheiligtums. So. Und da spricht Gemma mit uns und sagt, ich habe auf dich gewartet, also lass uns gehen, Randy. Oh ja. Was für ein sakrosankter Ort. Mit dieser wunderschönen Melodie.
Und vor allem ist es kein leichtes, hier hinzukommen, ja? Man muss hier immer Stufen erscheinen lassen, durch Wasser warten. Meine Fresse, da muss man sich ja gleich wieder umkleiden, wenn man erstmal angekommen ist. Hallo? Ah, guck an. Da müssen wir lang gehen. Hm? Wo ist denn diese Luca, von der du gesprochen hast? Ich sollte mal die junge Frau hier fragen. Hey du, wo ist denn diese Milady Luca? Wo ist die denn? Jetzt spricht Gemma. Hör auf, das war unhöflich. Oh, Milady Luca, es tut mir leid, wir haben uns lange, lange nicht mehr gesehen. Und nun sagt die junge Frau, ihr habt es also geschafft, hierher zu kommen. Was? Die soll jetzt eine 200 Jahre alte Oma sein dort? Scheinbar schon. Milady Luca, die Monster haben angefangen, das Dorf zu attackieren. Und nicht nur das Dorf, Heimat von Randy, sondern alle Dörfer hier im Umkreis. Und du musst wissen, im Dorf, die sie jung waren vor kurzem. Ja, ich weiß es schon alles. Durch den Fluss des Wassers weiß ich alles, was auf dieser Welt passiert. Und ich spüre es, die Kraft, die Mana-Kraft, sie wird schwächer. Deshalb ist es so passiert, dass der Junge das Schwert aus dem Felsen gezogen hat. Aber dadurch hat er das Gleichgewicht der Mana-Kraft aus dem Gefüge gebracht. Und die Monster haben angefangen zu wüten. Und es gibt scheinbar jetzt überall Monster, die vorher durch die Kraft des Heiligen Schwertes versiegelt waren. Fiese Gestalten, fiese Kreaturen. Falls du es schaffst, diese fiesen Monster zu vernichten, wird auch die Kraft des Heiligen Schwertes wiederhergestellt. Und wenn du es schaffst, sie zu töten, die Kraft wiederherzustellen, wird es sich weiterentwickeln. Das Schwert wird immer besser. Das Gleiche ist doch auch schon geschehen. Denn eines dieser Monster war die Mantis Ant, die du besiegt hast, der Sichelanbeter. Und durch das Niederschlagen dieser Kreatur hat sich auch das Heilige Schwert ein wenig regeneriert. Und es gibt, abgesehen von dem Monster, noch andere Siegel, die du brechen musst, um die Entwicklung des Heiligen Schwertes voranzuführen und es wiederherzustellen. Diese Siegel musst du finden. Aha. Und was gibt's noch zu sagen? Milady Luca? Sie spricht wie folgt. Oh, Gemma, es ist dir sicherlich auch schon längst aufgefallen, dass das Imperium im Begriff ist zu handeln. Es hat sich in Bewegung gesetzt und sein Ziel ist nichts Gewisseres als die Mana-Festung. Das Imperium hat's auf die Mana-Festung abgesehen. Hier spricht Randy. Die Mana-Festung? Nein, das ist doch die Festung, von der die ganzen Märchen besagen, dass sie die Welt zerstört haben soll, oder nicht? Die Festung aus dem Märchen! Das gibt's doch nicht. Und Gemma sagt, das waren keine Märchen. Die Mana-Festung hat wirklich existiert. Und das Imperium versucht, diese Mana-Festung wieder zurückzuholen, sie wiederherzustellen und damit zu regieren. Und Luca spricht nun wie folgt. Ja, das Imperium versucht in allen Heiligtümern, die verteilt sind auf dieser Welt, das Siegel der Mana-Samen zu brechen. Das ist ihr Plan. Und auch hier in der Umgebung des Wasserheiligtums habe ich schon verdächtige Bewegungen gesehen. Auch hier scheinen schon Kundschafter nach dem Rechten geguckt zu haben. Und ich habe auch gehört, dass im Königreich Pandora, dass auch dort sinistre Bewegungen angefangen haben. Da ist auch irgendwas in Aufruhr. Ob das was wirklich mit dem Imperium zu tun hat? Das weiß ich nicht, Gemma. Aber was wichtig ist, ist, dass man den König dieses Königreichs nun trifft. Und ihm sagt, dass er sich in Acht nehmen soll vor dem Imperium. Verstanden. Also dann, ich mache mich direkt auf den Weg.
Nun, es ist wichtig, Randy, dass du meinen Worten nun Gehör schenkst. Bitte reise zu der Höhle, die auch als Bauchnabel Gaias bezeichnet wird. Ich habe gehört, dass dort ein Zwergenschmied leben soll. Ich denke, die Zwerge können dir dabei helfen, dein heiliges Schwert zu verbessern. Wenn das Schwert sich weiterentwickelt und deine Fähigkeiten Level steigen, dann wirst du auch neue Fertigkeiten lernen. Also, kümmere dich bitte darum. Oha, das ist abgezogen. Von Dungan. Und Luca sagt, Randy, wovor hast du Angst? Und jetzt kann ich sagen, vor dem heiligen Schwert oder vor der Mana-Festung, der großen Festung. Ich sag mal vor dem heiligen Schwert. Ja, das Schwert, was du trägst, ist tatsächlich das heilige Schwert. Doch es hat sein Licht verloren. Und es ist nicht mehr die Kraft in ihm inne, die es benötigt, um als heiliges Schwert bezeichnet zu werden. Das heilige Schwert hat seine letzte Kraft genutzt, um dich auszuwählen. Warum mich, kann ich fragen, oder? Die Kraft des heiligen Schwertes, warum mich? Warum hat es mich erwählt? Das weiß auch ich nicht, Randy. Aber nachdem du es herausgezogen hast, ist eins klar. Du hast es nicht geschafft, das heilige Schwert wieder aufzuerwecken. Doch, das ist deine Aufgabe, es nun zu tun. Du musst es tun. Überlass es mir oder ich. Sag dann nein. Nein, ich sag nicht nein, ich sage überlass es mir. Was muss ich nur tun? Du musst alles daran setzen, zum geeigneten Helden zu werden, um das heilige Schwert zu schwingen. Du musst dir Mut und Kraft aneignen. Das kann ich nicht, oder? Ja. Ja, sag ich mal. Okay, ich sehe einfach mal ein, dass das meine Aufgabe ist. Also dann, bitte versuch doch mit deinem Schwert den Mana-Samen zu berühren. Okay. Oha. Was zur Hölle ist da passiert? Scheinbar haben der Mana-Samen und das heilige Schwert interagiert. Und ja, es ist genau richtig. Du kannst so auf diese Art überall auf der Welt mit dem Schwert mit dem heiligen Schwert die Mana-Samen berühren und ihre Kraft erhalten. Und du musst wissen, es gibt insgesamt 8 Heiligtümer auf dieser Welt. Und du musst von ihnen die Kraft der Mana-Samen erhalten. Und ja, es ist so, dass du fortan nicht nur mit diesem heiligen Schwert ausgerüstet in den Kampf ziehen kannst. Es gibt noch was anderes, was ich dir mitgeben kann. Denn ich habe eine Bronzelanze, die durch heiliges Wasser gereinigt wurde. Nimm sie an dich. Ja, eine Bronzelanze. Nehmen wir einfach mal mit. Wenn du sie gemeinsam mit deinem heiligen Schwert benutzt, wird sie auch, also wenn man damit kämpft, wird sie auch irgendwann sich entwickeln und besser werden. Und ich werde dich natürlich auch noch einmal regenerieren. Willst du nochmal speichern bei mir? Ich speichere dich auch ab. Ja, dann speicher mal. Ich speichere dich gleich durch. Liebe Name. So, zack, einmal hier saftig raufgespeichert. Nun solltest du als erstes, genauso wie Gemma, zum Nabel Gaias reisen. Denn dort ist das Erdheiligtum verborgen. Um dorthin zu gelangen, musst du nach Süden durch das Königreich Pandora reisen. Und von dort kannst du dann zu den Zwergen gehen. Ich heile dich nochmal. Nein, ich will nicht mehr. Komm, lass ab von mir. So, er sagt das, oder sie sagt das gleiche nochmal. Ist ja immer noch eine Frau, kein er. Ja, sie sagt es. Dass ich durch das Königreich Pandora zu den Zwergen, zum Nabel Gaias reisen soll. Vorher gucke ich aber mal, ob auch sie hier irgendwo böse Absichten hegt im Keller. Ist hier irgendwas versteckt? Nö.
nichts. Na gut, dann halt nicht. Mach auch ganz charmant die Tür wieder hinter mir zu. Und reise dann nochmal hier nach oben hin. Zack, zack, zack. So, dann lassen wir die gute Dame mal hinter uns. Machen auch wirklich, wir sind ganz ordentlich. Machen sogar die Treppen wieder weg. Lassen wir verschwinden. Da muss auch ein Mastermind hintergesteckt haben, ne? Dass man hier diese Teile wegzaubern kann. Meine Fresse. So, liebe Leute. So. Damit bricht das nächste Kapitel unserer Reise an. Es führt uns über das Königreich Pandora auf zum Nabel Gaias, wo wir dann den Zwergenschmied aufsuchen sollen und im gleichen Zuge auch noch zum Erdheiligtum gelangen sollen. Das ist unsere nächste Aufgabe und mit der beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr nochmal schön liken und kommentieren und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Seiken des Setzes 2, Seiken of Mana. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen!